Ja, damit herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge von First Feudal. Und ja, weiter geht's. Wir... New Science is available for research. Okay, ich wollte gerade sagen, gucken erstmal, wie es jetzt hier weitergeht. Ich muss erstmal ganz kurz hier auf Vollbild machen. So. Irgendwie war es nicht so, wie ich es gerne hätte. Alles klar. Wooden House. Achso, das haben wir schon voll. Da wird auch nichts mehr kommen. Und wir haben noch einmal Supply. Ja, Sharing. You need a rope to tame an animal. For taming, come up to an animal, select and press Z. It's preferring to tame immeasurably. Okay, also wir brauchen ein Seil. Dann machen wir das mal jetzt manuell. Wobei, wäre es nicht erstmal cleverer, vielleicht so einen kleinen Bereich abzustecken? Nö. Weil es das einfach nicht gibt. Okay. Gut, dann machen wir uns ein Seil. Müssen wir ja theoretisch hier können. Rope. Haben wir nicht noch welche hier drin? Da haben wir noch. Rope. So, nehmen wir uns einfach mal ein Seil mit. Okay. So, Z. Muss ich das in die Hand nehmen? Kann ich nicht in die Hand nehmen. Gut, dann suchen wir uns mal ein Animal. Ich habe zwar so ein bisschen die Befürchtung, dass ich alle Animals, die es hier in der Karte gibt, getötet habe. Aber wir lassen uns mal überraschen. Vielleicht finden wir noch irgendwo eins. Nehmen wir mal ein Schwert in der Hand. Okay, da muss ich mal den rechten Bildschirm ran. Weil wir machen ja auch immer noch ein bisschen. Okay, hier ist nichts. Ein bisschen Fleisch. Und irgendwie müssen ja wieder neue Sachen hier spawnen. Okay, wir haben einfach mal direkt die nächste Science. Sehr gut. Copper Mail. Dann könnte man nämlich auch in den. In der Copper Armory wahrscheinlich ein bisschen was ein. Produzieren. So. Okay, ist einfach mal gar kein Tier mehr. Dann pushen wir uns mal ein bisschen zurück. Das ist ungünstig, dass hier schon mal nicht ein einziges Animal mehr ist. Vielleicht sollte ich auch mal auf Animals oder auf Jagen gehen. Erstmal ein Stück weit verzichten. In der Hoffnung, dass dann vielleicht neue Tiere spawnen. Ich weiß nicht, ob die aus den Nachbargrundstücken kommen. So, gucken wir, ob hier unten noch irgendwas ist. Was lebt. Do not have enough resources. Okay, ja, ja, gut. So, okay, wir rennen mal nach hier unten. Hier unten waren eigentlich immer irgendwelche Animals. Schauen wir mal ganz kurz. Ah, komm, lauf. Lauf, Amigo, lauf. So, hier ist auch gar nichts Lebendes. Wahrscheinlich wird unser Warrior, Gott, alter Schwede, sofort immer losrennen, wenn hier das erste lebende Tier die Karte betritt und es wird direkt wieder geschlachtet. Das ist meine Vermutung gerade, die ich so ein bisschen habe. Ja, hier unten ist auch nur Wasser. Also ich glaube nicht, dass hier noch so viel kommen wird an Tieren. Leute. Ja, hier ist tatsächlich nicht ein einziger Brocken Wasser. Wasser, Tier. Okay, dann sagen wir mal. Wie komme ich denn in das Menü rein? Da. Da. Weapon. Warrior Hunter. Mach du mal bitte hier irgendwas anderes. Meiner beispielsweise. Gut, dann müssen wir erstmal. Warte ich mal ganz kurz ab. Und wir werden schnell nochmal die Hütte endlich zu Ende bauen. Die ist mir nämlich auch gerade mal so eingefallen. Das habe ich seit Tagen und Wochen nicht mehr gemacht, dass ich hier die Hütte weitergebaut habe. Gut, allzu viel Stein haben wir nicht. So, wir waren noch 10er. Oh, mit ein bisschen Glück. Oder auch nicht. Gut, fehlt uns noch einmal 5 quasi. Dann hätten wir das auch komplett. Tin Ore. Ja, Tin können wir noch nicht machen. Wir können tatsächlich erstmal nur Copper machen. Und das Copper Ore wird dann auch immer gleich für die Produktion hier verwendet. So, wir haben schon wieder eine neue Sache. Ah, okay. Wir können jetzt Angarian Gulasch machen.
aus Grape und Pumpkins. Okay, wir haben mega viel Fleisch. Also ich glaube, wir werden definitiv nicht verhungern. So, Hungarian braucht Stew, Grape und Bowls. So, Stew kann ich schon mal gar nicht herstellen. Boiled Pumpkin. Was ist das, wa? Raw Meat. Alter Schwede, könnte man eigentlich auch mal machen. Porridge. Porridge. Aus Wheat. Raw Meat, Bowl und Wasser. Bouillon. Dann machen wir doch mal das. So, Steak geht mal weg. Und wir machen jetzt immer Bouillon. Und zwar Craft Until, sagen wir mal 20. Dann haben wir Seeds. Und dann kommen die Sachen hier. So, Bouillon, Boiled Pumpkin, Porridge. Dazu bräuchten wir Wheat. Aber das Wheat brauchen wir eigentlich auch für die Felder. Ich weiß nicht, ob die angebaut sind, die Felder. Ganz ehrlich. Deswegen lasse ich es erstmal. Wir machen Bouillon und Boiled Pumpkin. Das sollte erstmal reichen an Essen. Und wir werden... Genau, hier wollte ich mal gucken. Genau, hier haben wir neue Sachen. Sehr schön. Copper Ingot, Rope und Leather. So. Und das machen wir mal selber. Eine komplette Ausrüstung. Und zwar brauchen wir dafür jetzt Copper Ingot. Oh Gott. Rope und Leather. Okay, also wir nehmen erstmal das gesamte Copper Ingot. Auch weg. Wir essen uns erstmal ein bisschen satt. Leather und Rope. Okay, Leather müsste hier irgendwo sein, oder? Ach ne, jetzt kommen wir hier hinten, oder? Da haben wir Leather und da haben wir Ropes. So, dann legen wir uns mal ganz kurz ins Bett. Und anschließend werden wir uns mal darum kümmern, hier unsere ersten Metallrüstung zu machen. Oh, wir haben schon wieder eine dunkle Nacht. Sehr schön. Ach, da wird Wasser geholt. Auch sehr, sehr schick. Warum sind die Feuerstellen eigentlich nicht aktiv? Frage ich mich. Also wir haben ja hier überall Feuerstellen. Warum sind die denn nicht hell? Theoretisch müssten die doch auch funktionieren. Warum habe ich keine Fackel? Ach, jetzt muss ich hier nach Gefühl... Oh, ich bin über... Zufällig genau richtig... Warum renne ich... Ach so, weil die... Ich wollte gerade sagen, warum renne ich denn eigentlich so? Weil die Geschwindigkeit noch auf vierfach ist. So, okay, dann. Also, was brauchen wir für einen Helm? Vier Ingots, Rope und Leather. Craften. So, dann hätten wir noch zwei... Okay, dann sind wir direkt schon fertig. Und das hat ein Defense von 8. Das hat 7. Okay. Dann können wir hier schon mal das entfernen. Und das kommt hier rein. So. Sehr geil. Dann haben wir jetzt nämlich einen Copperhelm. Der ist hier irgendwas mit 4. Well rested. Und Effect Rest. Ach so, okay. Nee, hä? Okay. Ich weiß nicht, was die 4 soll. So, hier wird weiter produziert, produziert. Was hatten wir denn hier eigentlich noch? Stone Axe und... Achso, hier so eine Holzbodenbude. Sollten wir eigentlich auch nochmal bauen. Warum sieht das so komisch aus, der Fels? Ah, Copper, sehr schön. 5 Stück, davon können wir uns dann direkt was Neues machen. Ja, ich glaube, es ist nicht verkehrt, dass wir jetzt hier auf den zweiten Miner gegangen sind. So, Eingang da. Und dann einmal Mail Boots. Copper Mail Boots. Legend 6 und Mail Breast 4. 6. 8. Gott. Okay, 6er. 6er. Ja, ist nicht wirklich besser, aber egal. So, kann das hier nämlich. Upsala, entfernt werden. Und wir haben Copper und Copper. So, dann werde ich auch mal sagen, dass wir bitte immer einen haben. Denn es macht deutlich mehr Sinn, jetzt auf Copper langsam zu gehen.
als auf Leder. Denn ihr seht, Leder ist sehr, sehr rar. Allein wegen den Tieren schon. Und Kopper kriegen wir dauerhaft aus dem Berg geklöppelt. Ja, okay, wir haben noch mehr als genug Leder. Oder Hide. Wo wir Leder draus machen können. Aber ich will jetzt nicht alles verbraten für die Sachen. Deswegen spare ich mal ein bisschen. Was war denn hier eigentlich? Flachssamen. Flachssamen. Okay, die können wir auch mal stacken. So, Rope. Obwohl, das behalten wir erstmal. Ich versuche dann noch weiteres. Obwohl, komm. Egal. Können wir dann ja stacken. Okay. So, wir holen uns erstmal ein bisschen was zu essen wieder. Machen wir hier ein bisschen Bouillon. Oh ja, die bringt 20. Sehr schön. Und bringt mir gleichzeitig auch noch, upsala, wieder Wooden Bowls. Okay, also ich gehe jetzt voll auf Landwirtschaft. In der Hoffnung, dass es passt. Ach, ich frage mich, warum das hier nicht angebaut wird. War denn mal hier so ein Ding? Okay, meine Wooden Torch ist gebrochen. Ist aber auch egal. So, die nehmen sich jetzt hier wieder irgendwelche Sachen. Und eine Torch. Okay, das wird angebaut. Und das wird angebaut. So, dann frage ich mich, warum wird das hier nicht angebaut weiter? We're under attack! Okay, dann versammeln wir uns mal ganz kurz. So, wo kommen die Gegner von oben? You can select all warriors by pressing... Ja, ich weiß. Ich habe zwar immer noch nicht... Ach, das ist die Taste für Selecting All? Ja, das geht aber nicht, wenn ich da draufklicke. Was denn jetzt? Was jetzt? Achso. Oh. Ja. So, da kommen auf jeden Fall gleich die ersten. Ja, sind es 5 Stück. Ja, wir haben auf jeden Fall gute Offensivsachen. So, Achtung, Angriff. Oh, ich glaube, jetzt stirbt gleich einer. Okay, wir müssen mal ganz kurz hier aushelfen. Das ist keine gute Runde diesmal. Okay, die hauen ab. Okay. So, der letzte ist mir egal. Wir nehmen einfach mal alles mit. Sehr geile Sachen hier. Sehr schöne Sachen. Nehme ich alle mit. Der letzte haut ab. Und ich habe, glaube ich, keinen verloren, wenn ich mich recht entsinne. Genau, heilt euch erstmal wieder. So, das kann weg. Das nehmen wir mit. Der Bogen kann auch weg. Das kann auch weg. So, nehmen wir tatsächlich nur blaue Sachen mit. So, weg. Auch weg. Gut, den Hungarian Gulasch nehmen wir auf jeden Fall noch mit. Und hier vorne müsste noch einer liegen, genau. Wir könnten auch mal so Richtung Verteidigung gehen. Das können wir eigentlich mal wirklich als nächstes machen. Okay, das kann alles weg. Okay, der ist nicht schlecht. Der Damage. So, wir schmeißen erstmal alles hier rein. Dann könnt ihr euch die Sachen nehmen. Den Knüppel nehme ich tatsächlich auch mal. Der ist nämlich echt nicht verkehrt. So, dann könnt ihr euch hier nämlich mal ein bisschen ausstatten. Und ich wollte, genau, jetzt mal gucken, ob wir das mit den Verteidigungssachen bekommen. Also, Wooden Spikes. Dafür brauchen wir Wooden Parts und Wooden Sticks. Okay, Wooden Parts habe ich noch nie gebaut. Was brauche ich dafür? Wooden Sticks brauche ich dafür. Okay, wir müssen jetzt extrem viele Stickies machen. Workbench ist busy, achso. Oh. Alles klar.
Also erstmal werden jetzt Stickies gemacht. 20 Stück haben wir, können wir erstmal schon mal reinklöppeln. Wir können auch direkt mal ein paar mehr bauen. Steuerung gedrückt halten. Genau. Ah, das war Quatsch. So, okay. Dann brauchen wir nochmal definitiv ein paar Stickies. Okay, ich habe keine Ahnung, wo ich die Wooden Parts herbekommen habe. Not enough Stamina, okay. Wo habe ich die Wooden Parts gerade herbekommen? Ach, die habe ich gecraftet, natürlich. Okay, dafür brauche ich auch nochmal normales Holz gerade für die Wand dahinter. Was, wenn ich da durchgehe eigentlich? Ah, okay, da wird man verlangsamt. Krass. Und normales Holz haben wir hier, glaube ich. Genau. Ja. Brauche ich natürlich nur zwei. So. Dann machen wir die Stickies. Achso, ja, die Stickies noch kurz. Ah, jetzt werden hier auch wieder neue Felder angebaut. Und zwar ein paar Grapes. Stonehammer ist broken. Sehr schön. Grapes werden auch wieder angebaut. Das finde ich sehr nett. So, Stonehammer. Nehmen wir den. Achso, können wir gleich hier so ausrüsten können. Wooden Parts. Fehlen noch. So, einmal Hops. Und dann brauche ich eigentlich nur noch Wooden Parts. Bowl und so weiter. Mann, dass das hier immer so unübersichtlich ist. Oder so ungeordnet. Hier haben wir ein bisschen Flachs, hier haben wir ein bisschen davon. Das können wir alles hier zum Beispiel sammeln. Und stacken. Hier genauso. Das mal kurz gestackt. Dann haben wir nicht mehr so allzu viele Probleme. So, haben wir jetzt hier mal ein paar Wooden Parts, bitte. Ich mach das gleich selber. So, komm. Ach so. Sechs. Okay, reicht auch. Mehr Stickies habe ich eh nicht, sehr schön. Also sechs reichen ja aber auch. Wooden Parts muss ich auch nicht durchgehend machen, finde ich. So. Sehr schön. Dann haben wir ein bisschen was für die Verteidigung hier gemacht. Ich habe keine Ahnung, ob es was bringt. Kriege ich denn Gesundheit abgezogen? Naja, eigentlich nicht. Naja. Also ich verliere keine Gesundheit. Vielleicht verlieren die Gegner ja welche. Müssen wir mal gucken. Und hat denn hier irgendjemand schon ein paar Ausrüstungsgegenstände aus Kupfer? Wahrscheinlich nicht. Naja. Gut. Dann werden wir auf jeden Fall noch die nächste Hütte bauen. Nämlich hier für unseren Holzmacher. Also die Workbench. Also quasi so ein, ja, Art Schreiner. So eine Schreinerhütte. Ich werde trotzdem jetzt nochmal kurz mit euch gucken, ob es hier neue Tiere gibt. Denn ich würde wirklich gerne Animals tame, denn das ist ja auch eine unserer Hauptaufgaben noch. Wir müssen zwei Animals derselben Spezies quasi tamen. Und es ist super gut, dass ich schon mal ohne Seile losgehe, denn wenn ich jetzt welche finden würde, würde ich mir wieder einen Arsch beißen, weil ich keine Seile mitgenommen habe. So, dann gehen wir nochmal los. Kann ich denn nicht irgendeinen auch zum Shepherd machen? Shepherd. Ist da was? Ich mache jetzt hier mal einen zum Shepherd. So, den beobachte ich jetzt einfach. So. Professor. So, was machst du jetzt? Er holt sich Bowls.
und sortiert die dahin. Okay, er hat keine Arbeit. Na gut, dann brauche ich auch nicht losrennen, denn ich weiß, es gibt keine Schafe aktuell auf der Karte. Wenn er keine findet, dann werde ich auch keine finden. Schön, dann habe ich hier anscheinend ziemlich alles ausgerottet, was hier irgendwo umhergekrochen ist. Ah ja, gut. So, dann machen wir zum Abschluss der Folge noch schnell das Haus endlich fertig. So, ich bin optimistisch, dass wir nur 4 brauchen. Naja, komm, nehmen wir 5 mit. Ich hoffe, wir brauchen trotzdem nur 4. Ja, ich hätte mir den Arsch gebissen. So, alles klar. Dann sind wir also mit dem Häuschen jetzt auch endlich mal fertig, nach langer, langer Zeit. Und haben also, ja, in der Folge eigentlich nicht wirklich viel geschafft. Doch, wir haben die erste Kupferrüstung. Das ist das Einzige, was wir eigentlich wirklich geschafft haben. Und ja, darüber bin ich jetzt mehr froh als traurig. Und ich würde sagen, dann war es das für diese Folge erstmal von First Fuel. Wir sehen uns dann in der morgigen Folge wieder. Da kümmern wir uns dann um die Schreinerhütte. Die bauen wir dann nochmal schnell. Und dann, ja, gucken wir mal, wie es weitergeht. Ich werde erstmal pennen gehen in der Zwischenzeit und mich vollfratzen. Und wenn ich dann wieder überall bei 100% bin, dann sehen wir uns gleich wieder. Also, bis übermorgen. Haut rein. Ciao und tschüss.